Eichenberger fertig gerollte Gewindetriebe. Wie groß ist die Festigkeitssteigerung gegenüber geschnittenen Gewinde? In der Regel bei herkömmlichen Materialien sprechen wir von einer Steigerung von ca. 30%. Es gibt aber hochfeste Materialien, da haben wir also eine Festigkeitserhöhung, da sind wir bei über 50%. Das hat damit zu tun, dass wir die Längsphase des Materials nicht verletzen, nicht zerschneiden, sondern dass wir das zusammenbündeln und das verankert sich mit dem Kern. Okay. Herr Hussenstein, noch eine zweite Frage. Bei welcher Last muss der Konstrukteur von gleitgelagerten auf weltgelagerte Triebe übergehen? Das geht eigentlich nicht unbedingt um die Last, sondern es geht um die Anwendung. Sie können mit einem Gleitgewindetrieb hohe Lasten auch verschieben, aber der Wirkungsgrad ist entscheidend. Also wir wechseln auf einen Kugelgewindetrieb, wenn wir einen sehr, sehr hohen Wirkungsgrad erreichen wollen. Der liegt bei über 90%. Danke.